Moin meine Tube und herzlich willkommen zum Vlog der YCS London. Heute ausnahmsweise mal etwas später, nämlich direkt am Sonntag, eigentlich am Tag, wo wir wieder wegfliegen. Weil ich bin nicht wirklich so zum Videodrehen gekommen. Naja, ich kann ja mal so ein bisschen evaluieren, beziehungsweise nochmal rekapitulieren, was so alles lief. Vielleicht erstmal nochmal hier unser ziemlich cooles Hotel, nennt sich Rooms. Hier haben wir irgendwie Kassen noch so Rimlights und auch Unterbettbeleuchtungen und alles. Wir haben eine Küche hier drin, also das ist so eine Art Apartment-Hotel-Mix, meine ich ziemlich cool. Frühstück ist hier so, das ist diese typische Süße immer nur am Morgen, gut, ist okay gewesen für den ersten Tag, für den zweiten Tag holen wir uns wahrscheinlich was hier in der Nähe, so Vernünftiges holen kann. Ja, wir sind am Freitagabend dann angekommen, haben uns angemeldet. Wir machen nacheinander, sonst wollte einer den Vortritt lassen, weil gerade so. Ja. Es ist ein Würfel. Was ist das denn? Oh, Quickplay. Quickplay, das ist eine gute. Dann Daniel. Ja. Trap. Den wolltest du doch haben, ja. Ne? Dann gebe ich dir mal hier kurz das Handy und dann schauen wir mal, was ich habe. Hey. Was? Unterschiedliche Farben? Hä? Weird. Das ist die gleiche Farbe. Was krass war, dass halt so viele Spieler sich schon vorangemeldet haben am ersten Tag, dass nur noch irgendwie etwas mehr als 100 Plätze über waren. Und das ist ein bisschen schade für alle, die dann am Samstag kamen und dann gab es eine riesen Schlange, glaube ich, die sich schon um 6 Uhr morgens gebildet hat, damit die Leute überhaupt irgendwie reinkommen können. Wurden abgestempelt und haben gestempelt worden, sind dann reingekommen, die sind nachher 1875 Spieler geworden. Ich glaube, für 1800 hatten sie den Platz freigemacht, das war ein bisschen schade. Vor allem, weil ich dann noch gesehen habe, halt so viele Spieler, die konnten dann nicht wirklich mitmachen, die konnten sich dann aber nach Runde 2 dann zu 2 Reihen anmelden, damit die wenigstens für ihre Traveler-Mats sich quasi qualifizieren können, weil dann waren halt eine Menge Leute schon gedroppt, weil das sind dann halt die YCS London Comic-Con-Teilnehmer. Ist ein bisschen blöd immer damit, aber ist halt so. Genau, und dann haben wir halt Main-Event gespielt, lief eigentlich ganz gut los, bin 2-0 gestartet, hab gegen Skystriker in der ersten Runde gespielt, in der zweiten Runde ein richtig hartes Infernoid-Match gehabt, den ich obwohl er Monsterhände hatte, konnte ich den halt super ausspielen. Dritte Runde habe ich gegen den deutschen Meister gespielt. Hat auch wieder Altergeist gespielt. Richtig netter Dude, war ein richtig geiles Game. Ich habe, glaube ich, Game 1 einfach zu lange lang gezogen, weil er hatte einfach super viele Floodgates, durch die ich nicht mehr hätte durchspielen können, wenn er nicht früher zusammenschieben müssen. Game 2 dann habe ich durch Deckout verloren, weil es ging halt langsam in Time und Gizmec hat eine Menge gebanished und dann wurde es langsam eng und hat deswegen dann halt 2-0 verloren. War aber voll okay, cooler Gegner. Vierte Runde ging es dann gegen einen Skystriker, der super weirdes Deck gespielt hat, weil er mit Demise und so gespielt hat. Das fand ich ein bisschen weird. Erste Runde habe ich, glaube ich, verloren, weil irgendwann hat er halt diese Demise auf einmal rausgepackt, irgendwie ganz late game und dann kamen irgendwelche Floodgates, wo ich gesagt habe, okay, gut, dann machen wir Game 2. Oh, mein Wecker klingelt. Erstmal eine Runde aufstehen. So, und genau, dann haben wir dann noch Runde 2 gemacht, da habe ich ihn halt ziemlich schnell weggeballert und dann haben wir halt Game 3 gemacht, hatten wir glaube ich noch 6 Minuten glaube ich noch auf der oder 5 Minuten auf der Uhr und er hat ewig beim Siden gebraucht. Ich war nach 20 Sekunden fertig, er hat über eine Minute gebraucht, hätte ich da schon Judge rufen sollen, glaube ich. Dann hat er angefangen mit seinem Zug und hat halt Skystriker unübliche Plays gemacht, hat halt irgendwie geendet auf der, die Lebenspunkte bringt, diese 100 Lebenspunkte, wenn man das Spell aktiviert, hat dann halt auf 3 Set und einer Multi-Roll geendet, wo ich mir dachte, okay, ich komme da durch, ich habe Twin Twister, ich habe Harfe, ich habe Cyber Dragon und Cyber Dragon Emergency, mit denen ich noch Core holen kann, das heißt, ich kann einfach mir alles holen. Ich glaube, noch ein Gizmec hatte ich, glaube ich, auch noch in der Hand, also ich hatte einfach Full Everything Combo. Dann ging es, glaube ich, in meinen Zug und ich glaube, wir hatten noch 2 Minuten. Und dann hat er halt von da an permanent auf die Uno nur geguckt und andauernd gesagt, ja, ich muss überlegen. Hat dann irgendwann random sein Shark Cannon auf irgendwas aktiviert im Grave, das absolut nichts gemacht hat. Dann hat er irgendwann halt ewig gedauert, wenn ich meinen Zaubernotfall aktiviert habe.
bis er irgendwie mich suchen hat lassen. Dann jedes Mal, wenn irgendwas gesummoned kam, hat er ewig gebraucht. Dann habe ich irgendwann sein Monster wegfusioniert. Wollte eigentlich nur noch in die Battle Phase gehen, um ihn halt den 400 Damage mit meinem Cyber Dragon Core, glaube ich, zu machen. Und dann halt nochmal mit dem Gizmax sonst in der Battle Phase nochmal zu specialen. Kam leider nicht dazu, weil halt das Timeout entsprechend ausgerufen wurde. Weil ich habe halt den Twin Twister dann halt nachher gezündet, als er nur noch halt eine Face Down hatte. Und die Multi-Roll, weil ich habe ja vorher gesehen, er hat richtige Floodgates gespielt wie, wie heißen die? Rivalry of Warlords und sowas und ich glaube auch, There Can Only Be One hat er gespielt und dafür musste ich halt mir die Twister in der Hand behalten, konnte ich einfach preemptive einfach 2 von 3 wegschießen, um dann nachher gegen die Trap halt zu verlieren und ja, dann wurden halt aus 2 Minuten im Endeffekt bei mir, ich special einen Cyberdrachen und suche mir einen Cyberdrachen, um ihn zu normeln. Also so lange brauche ich normalerweise nicht für diese Aktion und deswegen, ja, der hat permanent auf die Uhr geguckt und dann war ich halt auch nicht mehr so gut drauf und bin dann halt, ja, gedroppt direkt danach und habe dann Public Events gemacht, habe nochmal das einzige Public Event, was war, Double Up Event gespielt und habe dort dann, bin ich 2-2 gegangen, war zuerst geknickt anfangs die ersten paar Runden, weil ich habe echt mega hart gerickt, warum auch immer, habe dann aber glücklicherweise, in der letzten Runde habe ich dann halt gegen Kind spielen können, der halt 12 war, der saß da mit seiner Mutter und das war so ein bisschen wieder Back to Humanity. Wir konnten dann so ein bisschen über Yugi reden, ich konnte ihm so ein bisschen beibringen, Sachen wie Main Phases und so und wann da wer was aktivieren, weil der ist sofort einmal losgerödelt und hat sofort krasse Kombos gemacht. Ich so, Moment. Also bevor du einfach alles immer weglegst, ich darf vielleicht auch nochmal irgendwo zwischengehen. Also das ist ziemlich cool. Haben sich gegenseitig ein bisschen geholfen, das war eigentlich sehr, 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 sehr lustig und sehr, sehr schöner Ausklang des Abends. Bin dann halt da 2-2 gegangen und hab mir dann halt da meine 4 Punkte geholt und dann gucken wir mal heute im Laufe des Tages, ob ich noch irgendwie Punkte hole, ob ich irgendwie diese On-Demand-Events mache. Ich will nämlich nur ein bisschen über die Comic-Con gehen, wir sind gestern nur so sporadisch drüber gegangen. Ich bin kurz mit Tim da über die Location da gelaufen in einer Halle, die andere Halle habe ich noch gar nicht abgecheckt, das will ich eigentlich heute im Laufe des Tages eigentlich machen. Das ist so ein bisschen mein Ziel für heute. Der Samstag war halt wirklich eher so Gaming geprägt und wir haben halt schon mal 4 Punkte. Dann sind schon mal 4 OTS-Booster, wir können halt noch mehr holen. Mal gucken, wie das dann laufen wird. Ich habe hier nochmal unser Hotel, ist eigentlich ziemlich cool allokiert. Ich weiß nicht, ob ihr das hier vernünftig sehen könnt, aber wir haben so ein bisschen dieses Vorstadt-Feeling mit diesen kleinen Häusern. Und dann halt dahinter gleich die ganzen Bürotürme, die halt überall im Hintergrund sind. Und ja, das ist so der London-Flair, den man hier hat. Ja, wir sehen uns wahrscheinlich dann... Weiß ich gar nicht wann. Auf jeden Fall seht ihr noch jetzt gleich ein paar Impressionen Richtung Comic-Con und eventuell auch nochmal dem Event selbst. So, ich befinde mich jetzt in der Main Event Halle. Hinter mir, glaube ich, laufen gerade die Mega Regionals. Da ist irgendwie Main Event und da hinten ist irgendwie Dragon Ball. Und ich warte jetzt noch 10 Minuten, bis es losgeht für mein zweites Double Up Event jetzt für heute oder für das Wochenende. Und dann schauen wir mal, dass wir genug Punkte noch für die Matte kriegen. Was ich noch glücklicherweise hier mir gesaved habe, ist, ich habe noch vor den Runden habe ich noch mal das Glücksrad gedreht und habe hier noch mal die Yusei Firewall Drachenmatte mir ergattert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die habe oder nicht. Ich weiß, dass Sören sie hatte und ich weiß, dass ich dann auch irgendwie danach mal irgendwie was gewonnen hatte. Habe ich die zu Hause? Das muss ich nachher noch mal prüfen. Wir sind ein bisschen jetzt über die Comic-Con gegangen, da habe ich mir noch ein paar Booster gesaved. Ein paar Oldschool-Booster für bestimmte Openings. Und ja, ansonsten laufe ich jetzt, ja, nicht mehr auf der Comic-Con rum, ich werde jetzt halt nur noch dieses Public Event spielen, mal gucken, wie viele Punkte wir sammeln. Wenn wir halt wieder so wie gestern abschneiden, dann können wir uns wenigstens eine Matte mitnehmen, endlich mal. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Comic-Con ist jetzt nicht so krass im Gegensatz zu den letzten Jahren, also mittlerweile ist es halt immer mehr oder weniger das Gleiche. Es gibt ein paar coole Sachen, das sind eher so die Neuvorstellungen, die interessant sind, weil die ändern sich halt immer jedes Jahr. Ich glaube, Sören geht jetzt in, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Geht auf jeden Fall auf so eine Vorstellung von irgendwas da jetzt gleich rein. Daniel spielt noch Main Event mit zu 2-1 und da schauen wir einfach mal, wie das bei ihm läuft. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt die 2. Runde gewonnen hatte,
Und die wollen dann nachher noch in London hier ins Pokémon Center. Da gibt es irgendwelche coolen Sachen zu kaufen. Und dann würde ich halt nachher auch nochmal joinen, wenn ich hier soweit fertig bin mit meinem Public Event. Und ja, ich glaube, da würde ich mich dann auch wahrscheinlich danach melden, sobald ich damit durch bin. Und mit freudiger oder nicht so freudiger Kunde mal sehen, wie es dann einfach laufen wird. Joa, das war nicht so viel, ne, dass ich jetzt mal wirklich mal für den Vlog gemacht habe. Ein bisschen schaurig schon mal hier von meiner Seite aus. Ursprünglich war halt viel mehr geplant, dass ich da aufnehme. Und hab ja einiges von der Comic-Con noch so mitgenommen. So viel berichtet habe ich jetzt von der Comic-Con und von der YCS selbst, aber halt dann auch wiederum nicht. Ich dachte mir, Samstag steige ich da schön ein und mache schöne, coole Parts dazu und erzähle euch ein bisschen so Hintergründe und so. Aber halt wirklich dieses Ding mit diesem einen Game, wo der Gegner halt so auf Zeit gespielt hat, das hat mir schon echt so, das gesamte Wochenende versaut und deswegen ist das Video jetzt ein bisschen so geworden, wie es geworden ist, weil danach hatte ich einfach wirklich keine Lust mehr, irgendwie was Videotechnisches zu machen. Ich wollte mich einfach nur noch dahinsetzen und mich auf mein Spiel konzentrieren, mein Deck noch ein bisschen lernen und einfach mal Yugi zocken. So einfach mal wirklich abschalten, alles ausschalten und einfach voll mich drauf konzentrieren. Und das hat ja auch super geklappt. Wir haben am Ende, sind wir mit drei Matten zurück. Halt einmal der, die wir uns da geholt haben, die man halt auf der Comic-Con kriegt, dann halt noch einmal eine auslotteriert bekommen, die wir auch noch gar nicht haben. Also soweit ich gesehen habe, habe ich diese Matte tatsächlich nicht, die Firewall-Matte. Und dann haben wir am Ende halt nochmal diese coole Regionals Mat, die wir uns am Ende geholt haben, dass wir dann am Ende halt noch 3-1 in dem zweiten Public Event gegangen sind und uns halt 16 Punkte zusammen sammeln konnten. Das war schon ziemlich nice. Am Ende halt doch ein versöhnliches Ende, sagen wir es mal so, aber das musste so ein bisschen zu Kosten auf den Vlog gehen. Wir sind dann halt nachher noch zusammen in dieses, ist das das Sheffield Center? Irgendein Center war das, zu dem Pokémon Center gegangen. Die Schlange war so, wir hatten noch ungefähr eine Stunde Zeit und die Schlange war etwas mehr als eine Stunde lang, so wie das aussah. Und haben uns dann dagegen entschieden reinzugehen, weil wir wollen halt unbedingt unseren Flieger halt bekommen. Sind dann halt zurück, halt von dem Sheffield Center noch auf den Rückweg gegangen, sind aber halt nochmal kurz vorher angehalten, haben nochmal in so einer coolen Restaurantkette die so Waffeln und Eis machen und da haben wir halt dann nochmal ein bisschen was richtig Gutes gegessen. Da haben wir uns ein paar coole Eis und ein paar coole Waffeln mal ausprobiert. Das war schön, das war halt so vor dem Rückweg, dass wir entsprechend auch gestärkt wieder zurückkommen, weil auf der Comic-Con hatten wir dann auch nicht mehr so viel uns zu futtern geschnappt und dann war halt für uns dann auch die Zeit gekommen, dass wir dann zurückfliegen und wir haben das halt am Ende dann wirklich Punktlandung zeitmäßig halt geschafft, sodass wir direkt am Gate waren, als es dann schon losging. Wir hatten ja zwei unterschiedliche Flieger, weil Sören seinen Flug nachgebucht hatte, aber dann waren wir halt dann gemeinsam nachher in Hamburg und konnten dann halt abends auch ja, dann wieder zurück wieder nach Hause und ja, das ist so mein Fazit zu der YCS. Ja, ich glaube, das hätte Main Event auch viel besser laufen können. Also, ich glaube nicht, dass das wirklich am Deck lag, sondern wirklich diese Umstände, die das so ein bisschen geprägt haben, wo ich dann auch einfach keine Lust mehr hatte, dann wirklich mir dieses Try-Harder-Zeug noch geben zu müssen. Nächste YCS ist ja nicht so weit weg, die Banlist ändert sich jetzt auch nicht stark. Müssen wir mal schauen, was wir dann für Mailand auspacken, ob das wieder was Ähnliches wird oder mal was anderes. Ich habe dann noch ein paar andere Decks, die ich spielen könnte, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall fühle ich mich momentan in dem Format, glaube ich, ganz wohl, weil ich die Decks alle so ein bisschen gut kann und auch die gegnerischen Decks so ein bisschen verstehe und wie sie funktionieren. Deswegen freue ich mich schon auf die nächste YCS. Mailand haben wir letztes Jahr ja gar nichts wirklich drumherum gemacht. Dann kann ich euch so ein bisschen zeigen, wie das da so funktioniert. Das ist mal so eine ganz andere YCS, wo wir halt auch Mietwagen haben und dann durch die Gegend fahren. Das ist ein bisschen was anderes als sonst bei den üblichen anderen. Da sind wir entweder mit eigenem Auto da oder man nutzt halt die Öffis. Und da können wir so ein bisschen halt die Umgebung Busto, Sizi und Kokagi kennenlernen. Da werde ich euch vielleicht ein bisschen mehr dann wieder mitnehmen. Und sollte mir nochmal so ein Italiener dann halt über die Füße laufen, der halt so lange braucht beim Siden, dann werde ich entsprechend auch nächstes Mal den Judge rufen. Das war das erste Mal, dass ich mich mit dieser Situation auseinandersetzen musste. Und jetzt weiß ich halt auch entsprechend, wie ich sie dann handeln werde. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Vlog. Und ich hoffe, dieser hat euch soweit gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.